20 Elias Kurt, mit der 10 Rodrigo Salazar, mit der 21 Marvin Behringer und mit der Nummer 9 Simon Terodde. Zu unserer Mannschaft. Trainer Christoph Schlebach hat sich für folgende Startelf entschieden. Mit der Nummer 1 Nils Martens. Mit der 2 unser Kapitän Dominik Grams. Mit der Nummer 3 Jonas Greiner. Mit der 4 Linus Volt. Mit der 7 André Töppler. Mit der 8 German Budetzki. Mit der 10 Yannick Keimer. Mit der 11 Maurice Sarasevic, mit der 16 Nico Lüsing, mit der 21 Henrik Bromkamp und mit der 27 Julian Treiber. Leiter der Begegnung wird sein der Sportskamerad Thomas Beger. Ihm zur Seite assistieren Johannes Westermann und Ralf Groß.
Hallo und herzlich willkommen im Evonik Sportpark am Bademeier in Mahl. Herzlich willkommen. Bis gerade hattet ihr keinen Ton. Das liegt daran, dass hier in diesem Stadion gerade wundervolle Musik von Metallica gespielt wird zum Einlaufen. Und wenn wir den Ton spielen würden, dann würden wir Gefahr laufen, dass uns dieser Stream hier abgeschaltet wird. Deswegen also bislang kein Ton, aber keine Sorge, gleich wird er da sein. Das erste Testspiel in dieser Saisonvorbereitung auf die Fußball-Bundesliga 22-23. Schalke hat mit seinem neuen Trainer Frank Kramer folgende erste Elf auf den Platz gebracht. Im Tor fängt ein Neuzugang an. Alexander Schwolo. Ansonsten relativ viel bekannte Namen, die aus der vergangenen Saison uns geläufig sind. Die beiden Innenverteidiger werden Marius Lode sein und Malik Shaw auf der linken Außenbahn. Thomas Ovian, rechts Memo Aydin. Das Mittelfeld wird gebildet von Danny Latzer und dann zwei Namen. Der eine war in der letzten Saison schon dabei, aber verletzungsbedingt ganz lange raus. Dongye Jong Lee, der Koreaner, der 30 Minuten gegen Fortuna Düsseldorf gespielt hat bei diesem unsäglichen 1:2, aber Haken dahinter, wir sind aufgestiegen. Und danach sich ja dann den Fuß gebrochen hatte und bis zum Saisonende nicht mehr ins Geschehen eingreifen konnte. Seine Leihe wurde ja in dieser Vorbereitungsphase verlängert. Also von daher er heute mit seinen nächsten Spielminuten für den FC Schalke 04. Und dann gibt es noch einen, der im Mittelfeld spielt, den vielleicht der ein oder andere kennt, der die Knappenschmiede regelmäßig verfolgt. Das ist Elias Kurt, er kommt aus der U19, hat da im letzten Jahr gespielt und ist nun in die U23 gewechselt. Außerdem offensiv links Rodrigo Salazar, rechts Marvin Pieringer und der Mittelstürmer, das ist der Torschützenkönig der vergangenen Zweitligasaison, das ist Simon Terodde. Der Gegner VfB Hüls. Bezirksligist, hat in der vergangenen Saison oben mitgespielt, ist Vierter geworden. Eine ziemlich junge Truppe eines Vereins, der einige Hochs und einige Ups hinter sich hat. VfB Hüls war ja mal Regionalligist, aber dann hat der Hauptsponsor, dessen Name auch dieses Stadion trägt, gesagt, okay, wir stellen unsere Sponsorentätigkeit ein und daraufhin hat der VfB Hüls seine Mannschaft auch abgemeldet und nachdem sie dann 2013 hat der Sponsor sein Engagement zurückgezogen und 2015 haben sie dann die Mannschaft in die Bezirksliga zurückgestuft. 2018 dann einmal in die Landesliga aufgestiegen, aber dann direkt wieder abgestiegen. Ja, warum dieses Testspiel? Eigentlich hatte der VfB Hüls uns für die kommende Saison angefragt, dann feiert dieser Verein nämlich 75-jähriges Jubiläum. Ja, und dann, so sagt der Abteilungsleiter des VfB Hüls, ging es ganz schnell. Ein Anruf und könnt ihr vielleicht schon früher? Ja, und dann konnten wir früher. Und da hat dann der VfB Hüls dieses erste Testspiel der Saison in kürzester Zeit auf die Beine gestellt. Und Platz für 3.100 Zuschauer geschaffen, die hier heute das Spiel im ausverkauften Sportpark am Badeweiher verfolgen. So,
So, ich war mal kurz weg. Ich musste mal eben den Leuten vor mir sagen, dass sie zwar Stehplätze haben, aber ich nichts sehe, wenn sie vor mir stehen. Erster Eckstoß. Klar, eine Sache für Tommy Ovejan, der ja den Freistoß, das kann ich nicht sehen, die Ecke, da ist der Spielertunnel im Weg. Der ja schon in der vergangenen Saison für die Standards alle zuständig gewesen ist. Marvin Pieringer. Jetzt Spielertunnel im Weg. Kleiner Hinweis. Die 38, die auf dem Platz steht in Königsblau, das ist Elias Kurt aus der U19 und nicht Memo Aydin. Der hat nämlich in dieser Saison die 23 auf dem Trikot und auf der Hose stehen. Das Trikot, das wir heute erstmals tragen, heute vorgestellt. Die drei Streifen sind zurück auf Schalke. Und das hat auch viele einfach gefreut. Frank Kramer sagt ja, die ersten Wochen in dieser Saisonvorbereitung sind dafür da, vor allem konditionelle Grundlagen zu schaffen. Oder wie es Peter Knebel ausgedrückt hat, wir müssen uns jetzt den Speck anfressen für die Saison. Alexander Schwolo gerade das erste Mal am Ball. Die Mannschaft, sie hat heute auch schon eine Trainingseinheit hinter sich gebracht. Und vorgesehen ist, dass diese Elf, die jetzt hier spielt, auch nur die erste Hälfte spielt. Lee auf Tommy Ovejan. Danny Latza, Marvin Pieringer abseits. Die Mannschaft des VfB Hüls, eine junge Mannschaft, die meisten so 20, 21 Jahre alt, auszubildende Studenten, gespickt mit auch einigen erfahrenen Spielern, wenn es sich anbietet, der eine oder andere werde ich euch was zu denen sagen. Derjenige, der jetzt den Freistoß geschlagen hat, war Linus Volt. Das ist ein Neuzugang von den Sportfreunden Stukenbusch gekommen. Lode mit dem Passversuch auf Simon Terodde. Ja.
Derjenige, der jetzt den Ball übrigens einwirft, das ist Dominik Domegrams, einer der älteren und erfahrenen in der Mannschaft vom VfB Hüls, der Kapitän. Schauen wir aber erst, was Memo da jetzt macht. Lee versucht zu schießen, aber Nico Glüsing hatte da das Bein dazwischen. Dominik Grams kommt nämlich aus der Knappenschmiede, hat damals in der U19 mit Spielern zusammengespielt, wie Kahn Ayhan, Sead Kolasinac, Jule Draxler, Philipp Max. Also auch er hat schon mal auf hohem Niveau Fußball gekickt. Salazar auf Lee. Aber Julian Treiber verhindert, dass Lee sich eindringen kann und sich den Ball auf den linken Fuß legen kann und das Tor von Nils Martens ins Visier nehmen kann. Lode. Rodri. Schöner Pass. Und da ist das 1:0 von Simon Terodde. Schöner Pass von Elias Kurt, dem jungen Mann aus der U19-U23. Und er erhält zu Recht die Glückwünsche und natürlich ein schöner Treffer von Simon Terodde, der Lupfer über Nils Martens hinweg. Spielstand 1:0. Torschütze war der Spieler mit der Nummer 9, Simon Terodde. Ein schöner Auftakt in diese Vorbereitung. Simon Terodde, aber jetzt schauen wir erstmal. Ovian, Piringer legt ab auf Simon Terodde und da ist das 2:0. 10. Spielminute. Innerhalb von 2 Minuten. Zweimal Simon. Schön abgelegt von Marvin Pieringer mit der Hacke zurück auf Simon Terodde. Und auch die Flanke von Tommy Ovian war sicherlich gut getimt. Ich wollte gerade sagen, es ist wichtig für Simon, dass er trifft, denn er hat sich ja sicherlich selber einiges vorgenommen für die kommende Bundesliga-Saison. Und wenn man dann nach 30 Toren in einer Saison in so eine Vorbereitung geht, kann ich mir vorstellen, dass man ein bisschen darüber nachdenkt, oh, wie komme ich jetzt aus dieser Sommerpause heraus? Und wenn man dann innerhalb von 2 Minuten gleich zweimal trifft, tut das sicherlich gut. Grüßen möchten wir an der Stelle ganz recht herzlich den ersten Bürger der Stadt Mahl, Herr Werner Arndt. Werner, schön, dass du heute hier bist, auch wenn dein Herz nicht blau-weiß schlägt. Begrüßen möchten wir auch an der Stelle unter anderem
Kielmann von der Volksbank mal Recklinghausen. Schön, dass sie den Weg in der Welt sparen. Wieder der Versuch von Marvin Pieringer, Simon Terodde in Szene zu setzen. Jetzt kurz da rätscht er ins Leere. Stefan Wöber von der Evonik. André Töppeler, der Stürmer von VfB Hüls. Ohne Chance gegen Malik Shaw. Oli Salazar auf Elias Kurt. Memo Aydin im Strafraum. Am zweiten Pfosten steht Simon Terodde wieder blank. Die Flanke aber zugestellt. Jetzt aber der erste Eckstoß für die Königsblauen. Rodrigo Salazar und Tommy Ovian stehen da, aber Rodri geht nun weg. Offensichtlich hat Tommy gesagt, ich mach das, Malik Schau. Mit der Kopfballchance, aber der rutscht ihn ein wenig über die Stirn. Letztlich dann keine Gefahr für den Kasten von VfB Hütz. Danny Latzer, aber Nils Martens im Tor vom VfB Hütz hat aufgepasst. Sicherlich auch gut für ihn, dass er sich jetzt mal ein wenig Sicherheit holen konnte. Die ersten beiden Schüsse aufs Tor waren beide drin. Mimo Aydin. Der ist kurz da. Sind zu sehr eingedreht, aber den Ball in Person von Marius Lode zurückerobert. Schön aufgepasst von Lee. Gute Parade von Nils Martens, hat sich groß gemacht. In der Mitte hatte Simon Terodde gestanden. Aber ich denke, Dongyong Lee will sich auch ein wenig Selbstbewusstsein holen und zeigen, dass das Vertrauen, dass die sportliche Leitung in ihn gesetzt hat, gerechtfertigt ist, seinen Vertrag, seine Leihe zu verlängern. Dass der Glaube an ihn als Spieler da ist. Rodri, kleiner Stockfehler, aber das ist nicht so ganz ungewöhnlich in dieser frühen Phase der Vorbereitung. Töppeler da versucht ins Laufduell mit Marius Lode zu gehen, aber der ist einfach deutlich schneller. Guter Mann! Ich hab meinen Ball geflogen! Ah, hat's dir kleiner Mann gesagt? Hier, kleiner! Offensichtlich sind noch einige Kinder da, jetzt wieder eine Chance. Marvin Pieringer und Simon Terodde waren da auf Nils Martens zugelaufen, aber der hatte aufgepasst, war rechtzeitig rausgekommen. Einige Kinder wohl im Stadion, offensichtlich auch an unseren Abmo-Mikros. Ich höre sie zumindest die ganze Zeit im Ohr. Salazar, Foul! Salazar, Mann, wie kann man den faulen? German Pudetski. Mit offener Sohle auf den Knöchel
von Rodri. Aber er scheint sich wieder aufzurappeln. Podetzki, Neuzugang ebenfalls beim VfB Hüls von Horst 08. Hakan Sinsir, Hakan, komm mal bitte hoch ins Clubhaus. Hakan Sinsir, bitte ins Clubhaus. Dankeschön. Gut 20 Meter Torentfernung. Eine Position von Tommy Ovia für Tommy Ovia. Mal schauen, ob es was wird. Wow! Der Ball wie an der Schnur gezogen. Hast du mal gesehen, Bruder? Es war bam, rein. 17. Spielminute, das 3:0. Hier die 16. Spielminute durch diesen klasse Freistoß geht unser Gast mit 3:0 in Führung. Torschütze war der Spieler mit der Nummer 2, Thomas Ovelang. Ich sag mal so, der hätte auch in der Bundesliga eine gute Chance gehabt, drin zu sein. Wunderbare Fußballbedingungen hier am Badeweiher. Ich kann mir vorstellen, dass auch, es sind ja Ferien hier in Nordrhein-Westfalen, der ein oder andere den Badeweiher zum Baden heute schon benutzt hat. Gute 25, 26 Grad, schätze ich mal. Lee im Doppelpass mit Simon Terodde, schön gemacht und da ist das 4:0. Schöner Doppelpass zwischen Lee und Terodde und dann ist Lee frei und tritt in der 18. Spielminute zum 4:0. Maurice Savasevic da im Zweikampf, aber Malik Shaw stellt den Körper rein und dann ist es Memo Aydin, der die Situation über Marius Lohre auflöst. Das ist wieder Elias Kurt, schickt Rodri Salazar, der stoppt nochmal an, hat kurz überlegt direkt abzuziehen. Dann aber gesehen, dass der Kapitän Dominik Grams da mitgegangen war. Aber noch ist die Szene nicht vorbei. Pieringer gegen Grams. Rodri, jetzt zieht er direkt ab und der geht übers Fangnetz hinweg, hinter das Tor. Man muss dem VfB zugutehalten, sie sind nicht im Training, sie sind eigentlich in ihrer Sommerpause. Die Anfrage kam vor knapp 3 Wochen, ob sie Lust hätten, statt im kommenden Jahr, schon in diesem Jahr, quasi statt zum 75. Vereinsjubiläum, schon zum 74. Vereinsjubiläum gegen uns anzutreten. Einige der Spieler sind dafür extra aus dem Urlaub gekommen für dieses Spiel. Was heißt, ich will auf den zweiten?
auf Nummer 2. Ich will nicht rein, dass er auf dem. Lee verliert da den Ball gegen German Kudetsky. Ovejan mit dem Ball gewinnen, Salazar, Doppelpass mit Simon Terodde und da ist das 5:0. 22. Spielminute. Jan. Marvin, was geht? Ich weiß, der ein oder andere im Kader hat sich überlegt, wie das Spiel hier heute laufen wird, aber ich denke, so wie es bislang läuft, sind alle zufrieden. Klar, der Gegner ist unterklassig, aber dennoch, man merkt der Mannschaft an, sie strahlt Spielfreude aus, sie hat Lust, sie ist bissig, sie ist willig. Und sie haben einfach Spaß am Toreschießen und am Fußballspielen. Hat sich da durchgesetzt und wird dann von Nico Glüsing festgehalten. Und da sieht man, Simon will treffen, auch den Elfmeter. Will er machen und guckt den Torwart aus. Dietz Martens war unterwegs in die rechte Ecke, das sieht Simon und dann schiebt er ihn vom Torwart aus gesehen in die linke Ecke. Pass auf Salazar. Versuch von Rodri, den Ball auf Elias Kurt zurückzulegen. Aber dann ist Piringer am zweiten Pfosten und legt schon beim 2:0 Simon Terodde das 7:0 auf. Die 25. Spielminute. Das war das 7:0. Torschütze war erneut der Spieler mit der Nummer 9, Simon Terodde. Elias Kurt geht
den Vögel auf Marvin Pieringer. Und der nächste Eckstoß für die Schalker. Diesmal scheint den Rodi selber zu machen. Tommy Ovejan bleibt in zweiter Reihe stehen. Pieringer mit dem Abschlussversuch lupft ihn und dann ist es German Pudetzki auf der Linie, der für Nils Martens klärt und den Ball wegköpfen kann. Marius Lode da mit dem kleinen Schubser im richtigen Moment gegen André Töppeler, der einen nicht 27 Minuten gespielt, recht knapp ist er. Gucken wir auf die Gäste. Wir begrüßen natürlich auch recht herzlich hier heute beim Spiel Ivo Basatli vom Autohaus Mahl, Markus Brackmann von Weber Rohrbau. Simon Töppeler, der einen nicht ganz schmeichelhaften Spitznamen hier trägt. Dr. Klaus Engel. So verriet mir hier der stellvertretende Abteilungsleiter Carsten Schramer. Schöne Parade von Nils Martens. Man nennt ihn die Wampe vom Badeweiher. Okay. Ich gehe mal davon aus, dass es mit ihm abgesprochen ist. Nächster Eckstoß. Kurz ausgeführt, Salazar. Kein Foul, sagt der Schiedsrichter. Danny Lazar, Simon Terodde, schön durch die Gasse auf Rodri Salazar, legt ihn nochmal quer. Und Elias Kurt, der seine bislang gute Leistung hier nun auch mit einem Treffer, und zwar dem zum 8:0, krönt. Die 29. Spielminute und das war das 8:0 für den FC Schalke 04. Torschütze war die Spielminute Nummer 8, Elias Kurt. Mit der 38, wieder Stadionsprecher, aber. Und ich kenne zwei Leute, die sich aufs Spielfeld gucken. Das ist einmal Dr. Bernd Schröder, Vorsitzender der FC Schalke 04. Herzlich willkommen, Herr Schröder. Schön, dass Sie hier sind. Und Olaf Thon, Legende aus Schalke, aber auch, einige werden es wissen, der VfB Hüls hat ja eine besondere Verbindung zum FC Schalke 04. Wir haben bereits zwei Testspiele hier absolviert. 2001 gab es hier ein Unentschieden. Da war Hüls amtierender Westfalenmeister und wir waren, wir spielten 1:1, Gerard Asamoah traf damals, außerdem 2010 haben wir hier nochmal gespielt unter Felix Magath und haben da 9:0 gewonnen, also nur noch einen Treffer und wir haben dieses Ergebnis eingestellt und ich bin mir sicher, der wird auch noch kommen. Gerard Asamoah hat hier dann auch mal eine Zeit lang mittrainiert, um sich fit zu halten. Ovejan jetzt, Terodde, Pieringer.
Und Simon Terodde riecht sich auf beim Spielstand vom 8:0 gegen einen Bezirksligisten, weil er der Meinung war, er hätte besser gestanden. Das ist Ehrgeiz. Machen wir uns nichts vor. So, gerade waren zwei kleine Jungs hier. Ich muss Ihnen mal eben erklären, was wir hier machen. Entschuldigung. Trainer damals, als er sich hier fit hielt, war Olaf Thon. Nur ein ehemaliger Spieler von uns, der hier mal Trainer war. Außerdem noch Ingo Anderbrügge und Klaus Teuber, die hier Trainer waren. Und der im Februar bedauerlicherweise verstorbene Hermann Erloff war ebenfalls Trainer hier beim VfB Hütz. Jetzt traut er sich mal was, Elias Karls. Einfach mal aus 25 Metern draufgehalten. Man soll solche Leistungen nicht überbewerten, aber Dong-Yong Lee und Elias Kurt kurbeln das Spiel ordentlich an da aus dem Mittelfeld. Auch die Flügel mit Salazar und vor allem Pieringer machen ordentlich Druck. Das Zusammenspiel klappt in vielen Momenten schon recht gut. Nächster Eckstoß für die Schalker, weil Maurice Savasevic da den Fuß in den Pass für Memo Aydin oder Marvin Pieringer gedacht war, hineinbekommen hat. Terodde, wollte ich gerade sagen, das sah ein bisschen nach Abseits aus. Und dann ging die Fahne hoch. Jonas Greiner da im Zweikampf mit Simon Terodde. Ein besonderer Gruß geht raus an Peter Klebel vom FC Schalke, ebenso Rufen Schröder und Gerald Asamoah. Auch den drei Herren. Marius Lode, den auch nicht mehr viel hinten hält. Schön, dass ihr da seid. Danny Latza, Lee, Elias Kurt. Salazar. Ein präziser Pass von Malik Schau. Aber man merkt Hütz jetzt an, dass sie auch dem Tempo ein wenig Tribut zollen. Wenn sie dann mal an den Ball kommen, ist das auch nicht mehr wirklich konsequent nach vorne gespielt. Hier am zweiten Pfosten ist Memo Aydin, hat sich angeboten, will den Ball ablegen auf Elias Karls. Schön den Ball behauptet, Memo mit der Flanke, Pieringer. Dominik Grams mit dem Fuß dazwischen.
Malik Ciao, das könnte abseits gewesen sein. Piringer, Salazar. Der nächste Eckstoß für die Schalke. Diesmal wieder von Tommy Ovian ausgeführt. Und in der Mitte lauern sie die Langen. Simon Terodde, Marvin Pieringer, Memo Aydin, kriegen sie den Ball nochmal wieder scharf gemacht. Ovian. Auch jetzt in der Situation. Hüls rückt erstmal nicht konsequent aus, sodass unsere Stürmer vorne stehen bleiben können. Lode. Memo Aydin, der jetzt mal auf den linken Flügel ausgewichen ist und Rodri hier unten rechts steht. Er zeigt an, Spiel. Mit dem Flanken versucht auf Pieringer, der war in der Hand. Schiedsrichter sagt weiterspielen. Lee. Und dann ist Linus Wolf da, kann den Ball vor Simon Terodde klären. Schon auch längere Zeit kein Tor mehr. 8 Minuten, so lange hat es gedauert, bis das erste Tor gefallen ist. Und danach dann quasi eben regelmäßiger Ton. Was ist das denn bitte für ein Schuss gewesen von Dongyeong Lee? Ich glaube, der hat ziemlich geflattert. Der Torwart komplett in die andere Richtung unterwegs gewesen. Ich weiß nicht, vielleicht war er auch noch abgefällt. Aber da ist das 9:0 in der 38. Minute. Mit dem Versuch, Marvin Pieringer zu schicken. Rodri Salazar. Malik Ciao. Der war, sagen wir mal, sehr druckvoll, sehr steil auf Memo. Den ganzen Einschränkungen in den letzten Wochen und Monaten. Pieringer mit der Schusschance. Es hätte dem Ergebnis ganz gut getan, denn das, was da oben links im Bild steht, gefällt mir gar nicht. Nach diesen ganzen Testspielen in den vergangenen 2 Jahren ist das hier gerade echt schön anzusehen, 3.100 Zuschauer im restlos ausverkauften Stadion am Badeweiher, hier auf dem Weg zu den Stadiontoren.
waren einige Fans, die gefragt haben, hast du noch eine Karte, habt ihr noch eine Karte, habt ihr noch Karten abzugeben? Aber ich glaube, alle, die heute hier sind, sind froh, im Stadion zu sein. Wie gesagt, das Wetter ist angenehm. Die Sonne knallt nicht so, trotzdem ist es schön warm. In der Luft hängt der Geruch von Bratwurst und Sucuk im Hintergrund. Der Chemiepark in Mal. Fußball, da wo er herkommt, Fußball um die Ecke, Fußball vor Ort. Da hinten sieht man die Industriekulisse des Chemieparks Mal. Im Moment sehe ich wieder gerade nichts, weil ein Zuschauer neben mir offensichtlich seiner Familie zu Hause zeigen will, dass er im Stadion ist und mit seinem Handy das Spiel live mitfilmt. Jetzt ist er wieder weg, jetzt sehe ich auch wieder was. Wir sehen davon in dieser Hälfte, sieht sich deutlich besser, weil links neben mir die Tribüne steht. Und ich gerade noch so den rechten Pfosten des Tors von Alexander Schwolo sehe, der, sagen wir mal, bislang einen äußerst ruhigen Tag hat. Die neuen Trikots heute zum ersten Mal im Einsatz gemeinsam mit unserem Partner 11 Team Sports. Adidas wieder zurück auf Schalke. Und Simon sei Dank verschwindet in der 43. Spielminute. Da oben die 9 und ich hoffe, wir können zweistellig. Ja, rutscht ein bisschen aus dem blauen Feld, aber besser eine 10, die nicht ganz im Feld ist, als eine 0. 3 hoch 2. Unser Gastgeber auf 10 zu 0. Torschützerrolle erneut der Spieler mit der Nummer 9, Simon Terodde. Das insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tor heute von Simon. Salazar macht Marvin jetzt auch seins. Ja, da wäre er, glaube ich, in Abseits gewesen. 6-mal Terodde, 2-mal Lee, 1-mal Elias Kurt und Thomas Ovian mit diesem herrlichen Freistoß in der 17. Spielminute. Nach einem Foul an Oshimbo Salazar. Die aktuelle Zuschauerzahl. Der VfB uns bedankt sich bei 3.100 Zuschauern. Die Bude ist gerammelvoll. Danke an euch, liebe Fans der Schalke, auch an unsere Fans für 3.100 Zuschauer. Pieringer auf Aydin. Gibt's einen Eckstoß? Jo. Da war German Podicki noch am Ball. 3.100 Zuschauer, der Stadionsprecher hat es gerade noch mal bestätigt. Das ist natürlich auch eine enorme Einnahme für einen Bezirksligisten. 10 Euro hat das Ticket, glaube ich, gekostet hier. Das kann sich dann jeder selber ausrechnen. Dazu, so wie es hier riecht, ungefähr eine halbe Tonne Sucuk. Da kommt ordentlich was rum und die Tabletts mit den Getränken werden hier auch regelmäßig über die Tribüne gereicht. Jetzt war Malik Shaw mit vorne. Wahrscheinlich wollte er sich auch noch in die Torschützenliste eintragen, aber das ist ihm nicht mehr gelungen, denn es ist Halbzeitpause. Malik Schau. War da nicht mehr mit Torschütze. Nette Szene gerade. Sie bedanken sich, verabschieden sich, denn diese Elf, so ist zumindest der Plan, wird in der zweiten Halbzeit nicht mehr auf dem Platz stehen.
sowohl bei uns als auch Hüls wollen beide Mannschaften einmal komplett durchwechseln. Ich würde sagen, wir schalten jetzt hier den Ton wieder ab, damit uns dieser Stream nicht gekillt wird. Denn wer weiß, wie viele Tore es noch in der zweiten Halbzeit zu bestaunen geht. Die erste Halbzeit auf jeden Fall war wunderbar. Schöner Fußball, schöne Kombination, schöne Tore, wenn man an den Freistoß von Tommy Ovian denkt oder das Tor von Simon Terodde, als er diesen Doppelpass mit Rodri Salazar spielte. Ein Foul-Elfmeter hat Terodde dann noch verwandelt. Dieser Distanzschutz von Dengeong Lee, der im Kasten zappelte. Und natürlich auch der Treffer von Elias Kurt, der hier in seinem ersten Testspiel bei den Profis als Nachwuchskraft es wirklich gut gemacht hat. Schön das Spiel mit Dengeong Lee von hinten raus angetrieben hat und immer wieder geschafft hat, für gefährliche Szenen vor dem Tor zu sorgen. Jetzt geht's hier auf die erste Runde Autogrammjagd und ich atme einmal durch und nehme mir einen Schluck Wasser und dann hören wir uns pünktlich zur zweiten Hälfte wieder.
Herzlich willkommen zurück zur zweiten Halbzeit im Spiel zwischen dem VfB Hüls und dem FC Schalke 04, dem ersten Testspiel in der Saisonvorbereitung auf die Bundesliga-Saison 22-23. Aktueller Spielstand für diejenigen, die jetzt erst dazugekommen sind, 10-0. Und zwar teilten sich die Tore in der Reihenfolge Simon Terodde, Thomas Ovian, Deng Yong Lee, dann wieder dreimal Terodde, Elias Kurt aus der U23 und dann war es wieder Deng Yong Lee und zum Schluss Simon Terodde, der den 10-0 Halbzeitstand fix machte. Ihr werdet jetzt sicherlich vergeblich nach Simon Terodde schauen, denn ich habe es schon angekündigt, am Ende der ersten Halbzeit, beide Mannschaften haben komplett gewechselt. Schalke 04 jetzt mit Ralf Fährmann im Tor, in der Innenverteidigung Viktor Pálsson und der Neuzugang Ibrahima Cissé. Hier Viktor Pálsson und da hinten, der so ein bisschen an Salif Sané erinnert, das ist Ibrahima Cissé. Auf der linken Außenbahn Kerim Çananoğlu, rechts Henning Matriciani, zentral auf der 6 Flo Flick und dann kommt die nächsten beiden Neuzugänge, Tom Kraus links im Mittelfeld, rechts Florent Mollet. Dann vorne die erste Reihe, die Offensive auch komplett neu aufgestellt mit Sebastian Polter als Mittelstürmer. Rechts Sidi Sané, der Bruder von Leroy Sané, der ja aus der U19 zu den Profis gewechselt ist und hier die Vorbereitung mitmachen soll. Und zum anderen noch Niklas Castelli, der 19-Jährige, kam im Winter zur U23 vom VfL Senden, hat damals noch Landesliga gespielt. Schauen wir mal, erster Eckstoß, Kerim Çananoğlu. Am langen Pfosten hat Ibrahima Cissé gewartet. Aber der Ball kam nicht an. Ich habe meinen Kommentatorenplatz jetzt ein wenig verlassen. Stehe jetzt hier in der letzten Reihe auf der Stehtribüne, weil ansonsten befürchte ich, werde ich nicht viel vom Spiel sehen, weil neben mir direkt so eine Plexiglasscheibe ist. So eine Milchglas-Plexiglasscheibe. Sidi Sané. Henning Matriciani da mit dem Ballgewinn. Das ist Tom Kraus, jetzt auf die rechte Seite gewechselt. Henning Matriciani legt zurück auf Tom Kraus. Und der zweite Eckstoß der zweiten Halbzeit. Florent Mollet wird sie ausführen. Kerim Çananoğlu eilt raus, wird aber verfolgt. Mit der 23 Daniel Kiewer, mit der 24 Brian Kreuz und mit der 26 Mollet mit dem Eckstoß. Niklas Castell übrigens mit der Nummer 39 auf dem Feld, falls ihr euch fragt, wer das ist. Tom Kraus, Florent Mollet. Kerim Çananoğlu bringt den Ball in die Mitte auf Sidi Sané. Der kriegt die Fußspitze, aber nicht mehr an den Ball. Aber es gibt Eckstoß Nummer 3 der zweiten Halbzeit. Wieder Florent Mollet. Kerim ist wieder mit hinausgegangen. Aber er scheint auch diesen Ball in den Strafraum zu bringen.
Aber kein Problem für Timo Kulak, den Keeper hier in der zweiten Halbzeit von VfB Hüls, den sie hier die Katze vom Badeweiher nennen. Also nach der Rampe vom Badeweiher nun die Katze vom Badeweiher auf dem Platz. Und das Ganze deswegen, weil dieser schöne Fußballplatz hier im Schatten des Chemieparks mal das Stadion am Badeweiher ist. Tom Kraus, da ist Niklas Castell am Ball, zieht ab. Aber Timo Kulak macht seinem Spitznamen Ehre. Diese Elf, die nun hier auf dem Platz steht, hat natürlich den Ehrgeiz, die Elf aus der ersten Halbzeit zu schlagen. Aber ich glaube, das wird schwierig. 10 Tore in einer Hälfte, das ist schon gewaltig, selbst für ein Spiel gegen einen Bezirksligisten. Denn der VfB Hüls hat in der vergangenen Saison und spielt auch in der kommenden Saison in der Bezirksliga. In der vergangenen Saison haben sie da auf dem 4. Platz abgeschlossen. Florent Mollet auf Ibrahima Sissé, der auf Sebastian Polter, da ist wieder Florent Mollet, zieht aus der zweiten Reihe ab. Aber der rutscht ihn ein wenig über den Rist. Florian Flick, der mit einer Gesichtsmaske spielt, offensichtlich zu sehr von hinten geschoben. Der lange Ball auf Moussa Sangara. So, den letzten Neuzugang können wir Ihnen sagen, weil jetzt Schalke 04, die Nummer 14, das ist Sebastian Polter. Henning Matriciani legt ihn vorbei. Hatte gedacht, dass Sidi Sané da in den Strafraum geht, in die Lücke geht. Aber Sidi hatte das nicht erwartet. Jetzt der Pass von Mollet auf Sané und Tom Kraus. Und Timo Kulak mit seiner zweiten Parade. Sebastian Polter macht da den Ball fest auf Tom Kraus. Niklas Castell zieht in die Mitte. Bisschen in den Rücken von Florent Mollet, deswegen kann er nicht abziehen. Henning Matriciani jetzt. Der war knapp vorbei und man hat an der Reaktion von Timo Kulak gesehen. Er freut sich natürlich ein Ast, dass er jetzt in dieser zweiten Halbzeit, nachdem hier fast 10 Minuten gespielt sind, im zweiten Durchgang immer noch ohne Gegentor ist. Mollet auf Kraus. Moussa Sangare, Viktor Parzon da im Zweikampf mit Mirko Gries, der mal in der U19 bei Erkenschwick in der Bundesliga gespielt hat. Ganz schöne Kante.
Oh, der war an der Hand. Der Schiedsrichter sagt aber weiterspielen. Übrigens, derjenige, der jetzt hier den Einwurf gemacht hat, der junge Mann heißt Brian Kreuz. Die Älteren unter sich, unter Ihnen werden sich erinnern. Kreuz, da war mal was. Ja, es ist der Enkel von Manny Kreuz, dem Meister von 1958, der im Finale auch ein Tor geschossen hat. Auch derjenige, der jetzt hier am Ball ist, der junge Mann mit der 23, das ist Daniel Bieber. Auch sein Vater hat mal für den FC Schalke 04 gespielt, und zwar in der zweiten Bundesliga. Sigi Bieber, immer noch aktives Mitglied unserer Traditionself. Hat insgesamt 8 Spiele für den FC Schalke 04 in der zweiten Liga gemacht, dabei sogar ein Tor geschossen, 1989, bei der 1-2-Niederlage gegen Unterhaching. Schauen wir aber auf diesen Freistoß. Die beste Chance bislang für den VfB Hüls. Durch den Mann mit der Nummer 14 in Nico Kochen. Kerim Şananoğlu, Tom Kraus, Florent Mollet. Oh, da ein schöner Zweikampf zwischen Viktor Pálsson und Mirko Gries. Ich sag mal so, Viktor ist definitiv kein Kind von Traurigkeit, aber Mirko Gries macht auch den Eindruck, als ob er schon die ein oder andere Stunde im Kraftraum verbracht hat. Sebastian Polter war da zwar ziemlich allein, aber auch im Abseits. Hallo! So, Henning Matriciani und Florian Flick. Schalke jetzt bemüht, wieder die Kontrolle über das Spiel zu übernehmen. In einer Phase, wo der Bezirksligist ein bisschen Morgenluft geschnuppert hat. Sidi Sané, Sebastian Polter, Florent Mollet. Aber noch bleibt das Tor des VfB Hüls für uns vernagelt. Brian Kreuz da hat die lange Ecke abgesichert und den Schuss von Mollet geblockt. Flo Flick, Tom Kraus, Sidi Sané. Gedankenwechsel auf Kerim Şananoğlu. Aber Moussa Sangare dazwischen. Florent Mollet mit dem Pass in die Tiefe auf Sidi Sané. Aber seine scharfe Hereingabe konnte weder Niklas Castell noch Tom Kraus wieder am langen Pfosten gelauert haben, vorwerfen. Stehen immer noch das 4-0 für die Schalker. Und ich habe mit den Gästen immer noch nicht abgearbeitet. Aber wir haben ja noch knapp 30 Minuten. An die Alle Vormannschaften. Herr Jungsmann von der Altkampf, Sascha Kopfschiller,
Ich hatte Ihnen gesagt, dass VfB Hüls komplett durchgewechselt hat. Das ist nicht der Fall. Jannik Keimer und Nico Glüsing, der Mann mit der 10 und der Mann mit der 16. Falls Sie Ihr Trikot nicht weitergereicht haben, sind auf dem Platz geblieben. Ibrahima Sissé mit dem Pass zurück auf Ralf Fährmann. Viktor Pálsson als Innenverteidiger. Liegt sicherlich auch mit daran, dass Marcin Kaminski zum Beispiel noch nicht wieder zurück ist. Er war ja mit der polnischen Nationalmannschaft in der Nations League unterwegs und hat deswegen etwas länger Urlaub. Henning Matriciani versucht den Ball da auf Tom Kraus zurückzulegen von der Grundlinie. Aber der VfB Hüls mit Mann und Maus vor dem Ball. Noch kriegen sie es konditionell gestemmt, die freien Räume zuzulaufen. Mal sehen, wie lang das der Fall ist, denn ich habe es auch in der ersten Halbzeit schon mal erwähnt, der VfB definitiv noch in der Sommerpause. Das eigentlich erste Testspiel sollte Mitte Juli sein. Kein Foul, sagt der Schiedsrichter. Aber Sebastian Polter und Florent Mollet kriegen den Ball dann nicht unter Kontrolle. Wie gesagt, Hüls noch in der Sommerpause. Einige der Spieler sind extra, haben ihren Urlaub extra unterbrochen, um sich hier heute wahrscheinlich ihr Spiel des Lebens nicht nehmen zu lassen. Ich hatte es auch schon in der ersten Halbzeit erwähnt, aber einige von euch werden ja jetzt erst dazugekommen sein. Eigentlich hatte der VfB Hüls uns als Gegner zum 75. Vereinsjubiläum angefragt. Wurde auch gestern noch gefragt, wie kommt eigentlich so ein Verein an so ein Spiel? Was muss man da machen? Ja, anrufen. Sicherlich auch alte Verbindungen spielen lassen, denn Gerald Asamoah hat hier mal mittrainiert, Olaf Thon hat hier die Mannschaft trainiert, Ingo Anderbrügge hat hier trainiert, Klaus Teuber hat hier trainiert. Ja, und so sollte dann im kommenden Jahr dieses Testspiel stattfinden, aber Frank Kramer suchte noch ein Testspiel in dieser frühen Phase und wir dafür einen Gegner. Und da hat irgendjemand das Telefon in die Hand genommen und hat hier bei den sportlichen Leitern angerufen und gesagt, sag mal, was macht ihr eigentlich so am 29. Juni? Wir würden gern vorbeikommen und gegen euch spielen. Und dann haben die hier in kürzester Zeit wirklich ein gut organisiertes Testspiel auf die Beine gestellt vor 3.100 Zuschauern. Auf den Akkreditierungen, die hier an die Journalisten ausgegeben worden sind, steht das Motto dieses Spieltags: Die Glückaufsteiger kommen. So, wir haben schon noch ein paar Minuten bis zum Abpfiff, aber jetzt schon mal die dringliche Bitte an die Kerim Şananoğlu mit der Ecke, Sidis Sané kommt da vorne. Nicht richtig an den Ball, um ihn zu Ball verlängern. Ja, Viktor Pálsson. Also keine Autogramme holen. Wir haben immer noch eine Pandemie und wenn sich einer der Spieler gerade die Schalke mit dem Coronavirus infizieren oder am besten auch die ganze Mannschaft und das Trainingslager ausfällt, das möchtet ihr als Fans nicht. Nino Schlutz da mit also dem
tut uns den Gefallen. Tritt im Interesse aller Aktiven, nicht auf Feldrennen. In die Wade von Mollet. Und der Stadionsprecher sagt hier gerade, dass nach dem Schlusspfiff bitte die Fans nicht auf den Platz laufen sollten. Wir leben noch in einer Pandemie. Und er hat recht, wenn sich jetzt jemand von denen infizieren sollte, wäre das echt doof. Wir erinnern uns an den Freistoßtreffer von Tommy Ovejan in der ersten Halbzeit. Kommt jetzt der zweite Freistoßknaller? Nee, der landet in der Mauer. Ich bin mal gespannt, ob die Fans das beherzigen werden und wirklich Abstand halten werden nach Schlusspfiff. Zu wünschen wäre es, denn wir alle wünschen uns natürlich, dass diese unfassbar wichtige Vorbereitung nach dem Wiederaufstieg nicht durch Corona-Fälle zerschossen wird. Denn es geht ja nun Schlag auf Schlag weiter. Wieder eine gute Parade von Timo Kulak. Heute ja dieses Testspiel gegen Hüls. Samstag dann das nächste Testspiel in Lohne gegen Blau-Weiß-Lohne. Am 6. Juli dann wechseln wir mit unseren Testspielen ins Parkstadion. 6. Juli 17:30 gegen Ferl. Und am 9. Juli dann das Testspiel gegen Meppen, ebenfalls im Parkstadion. Auch da könnt ihr euch sicherlich Karten sichern, wenn ihr mal vorbeischauen wollt. Alles, was dafür wichtig ist, findet ihr auf den Seiten im Internet von Schalke 04 und den Fanbelangen. Und dann geht es ja ins Trainingslager nach Mittersill. Oh, ein schöner Abschlag von Ralf Fährmann, aber dann geht die Fahne des Assistenten da hinten hoch. Geht es nach Mittersill ins Trainingslager mit ebenfalls zwei Testspielen aus der Serie A. Dort treffen wir einmal auf US Salernitana und ja, und ist mir jetzt entfallen. Muss ich gleich nachgucken, reiche ich gleich nach. Das letzte Spiel dann auf jeden Fall, bevor es im DFB-Pokal gegen den Bremer SV geht, dann in der Grolschfeste gegen unsere Freunde von Twente Enschede. Vielen Dank an meinen Kollegen Hendrik Bodenberger, der gerade fleißig dabei ist, den Spielbericht dieser Partie zu verfassen, während er sich jetzt wahrscheinlich aufschreibt, dass Simon Sebastian Polter seinen ersten Treffer im königsblauen Trikot macht. Der zweite Testspielgegner in Mittersill ist Udine. Ich hatte es irgendwie im Hinterkopf, aber ich wollte keinen Blödsinn erzählen. Von daher
Danke, Hendrik. Schön, dass du aufpasst. Schön, dass du mir zuguckst. Sebastian Polter mit dem 11:0 in der 69. Spielminute. Sané, wieder ein Hülser Abwehrspieler dazwischen. Und nun die nächste Freistoßchance für den FC Schalke 04, nachdem der Hendrik Matriciani gelegt worden ist. Mal sehen, wer das jetzt machen wird. Sowohl Kerim Şananoğlu als auch Florent Mollet stehen da am Ball. Sebastian Polter löst sich wieder. Und wenn ihr euch fragt, wer diese Kinderstimme ist, das ist der Balljunge, der sich gerade mit seinem Kollegen direkt vor unserem Atmo-Mikrofon unterhält. Schönen Gruß. Wollen wir mal zuhören? Nee, lassen wir. Wer macht's? Şananoğlu macht's. Ich hatte zwei Einsätze im Ball. Versucht. Den Ball auf direktem Wege, ohne Schnitt, Vollspann in den Winkel zu bringen. So, jetzt wechselt der VfB Hütz aus. Janik Keimer, das war einer, der in der ersten Halbzeit schon gespielt hat, ist vom Feld, dafür Tim Dürrenberg nun auf dem Platz. Sich Sané da gelegt worden. Dr. Palsson. So fliegt Florent Mollet. Oh, das war ein Wirkungstreffer. Sidi Sané da beim Klärungsversuch voll am Kopf getroffen. Er hat auch ein bisschen gewankt. Jetzt ist das Spiel unterbrochen. Mal gucken. Kriegt er sich wieder. Ja. Einmal durch das Gesicht gewischt und weiter geht's. Und da ist der nächste Treffer von Sebastian Polter. Das 12:0 in der 74. Spielminute. Die 73. Spielminute, unser Gast erhielt auf 12:0. Torschütze war erneut Minute Nummer 40, Sebastian Polter. Auch für ihn ist es sicherlich wichtig, auch wenn es gegen einen Bezirksligisten geht, dass er getroffen hat. Denn klar, man ist der Neue, man ist ein Stürmer und man ist dafür geholt worden, um das Runde in dieses Netz zu bringen. Dieses unnachahmliche Geräusch, wenn der Ball da einschlägt. Das will jeder Stürmer hören, egal ob es gegen einen Bezirksligisten geht oder gegen eine Top-Mannschaft der Bundesliga. Und dieses Geräusch kann ja süchtig machen und von daher
bin ich mir sicher, dass der Mann, der vom VfL Bochum zu uns gekommen ist, sich sicherlich über seine beiden Treffer heute freut. Okay, dann lass dir das auch in Ruhe. Nico, die andere Seite, das ist besser für dich. Nein, hier ist mehr Platz. Ich muss ja auch mal mit der Linie sein. Nicht der einzige Doppelpacker heute. Den Guillaume Lia in der ersten Halbzeit mit zwei Toren. Außerdem Tommy Ovian und Sidi Sané fast mit dem 13:0. Aber auf der Linie klärt Juri Lesser, dessen ganze Familie übrigens Schalke-Fans sind. Man weiß nicht, ob sein Name etwas mit einem nicht ganz so unbekannten niederländischen Fußballer zu tun hat, der als Eurofighter in die Geschichte des FC Schalke 04 eingegangen ist und heute bei uns im Aufsichtsrat sitzt. Nein! Aber ausgeschlossen, denke ich mal, ist das einem Spieler 21 Jahre alt ist, nicht, dass es im Zusammenhang steht. Oh, Helikopter, Helikopter! Sidi Sané da. Oh. Da sitzen die Fans relativ nah am Spielfeldrand. Schadnaulu wieder auf Tom Kraus. Diese Mannschaft der zweiten Halbzeit sicherlich nicht so effektiv wie die der ersten Halbzeit. Das ist aber, denke ich, auch nicht so verwunderlich, weil wenn man sich die Aufstellung anguckt mit Cissé, mit Mollet, mit Sidi Sané, mit Sebastian Polter, mit Niklas Castell, mit Tom Kraus, sind zahlreiche Spieler auf dem Platz, die so noch nie zusammengespielt haben. Gut aufgepasst von Ralle. Der Rückpass von Henning Matrigiani fehlte so ein ganz klein bisschen das Tempo. Und Philipp Novak war mit durchgestartet. Sané auf Mollet. Und in der Mitte ist Polter. Findet er am zweiten Pfosten. Niklas Castell und der zum 13:0. Die 78. Spielminute, unser Gast erhöht auf 13:0. Torschütze war diesmal der Spieler mit der Nummer 39, Niklas Castell. Hey.
knapp gut 10 Minuten noch zu spielen. Mollet jetzt wieder im Strafraum. Nun merkt man den Malern an, dass ihnen so langsam aber sicher auch die Luft ausgeht. Diese wunderschöne Flanke. Und Sidi Sané und eine ebenso wunderbare Parade von Timo Kulak. Hier eine tolle Parade von unserem Torhüter Timo Kulak. Timo Kulak. Er hat einige Bälle jetzt in der zweiten Halbzeit rausgeholt. Oh. Tom Kauster mal humorlos dazwischen gegangen. Viktor Palsson, Sebastian Polter war da gestartet, aber der Passweg war zugestellt. Schön von Tom Kraus um den Gegenspieler herumgedreht. Florent Mollet auch mit seinem Debüttreffer im neuen königsblauen Trikot, das ihr ab Mitte des kommenden Monats auch käuflich erwerben könnt. So, das war's mit dem Werbeblock. Präsentiert von 11 Team Sports und Adidas. Erneuter Wechsel bei Hülz. Vom Platz geht Nico Glüsing, der von Anfang an auf dem Platz gestanden hat und für ihn neu im Spiel Jannik Hohenberger, nicht verwandt und nicht verschwägert mit dem Herrn, der mir vorhin eingeflüstert hat, dass unser zweites Testspiel im Trainingslager gegen Udine Calcio ist. Tom Kraus. Sangare dann aber doch von Kerim Şanlıurfa gestoppt. Übrigens hier unten der Balljunge mit der Nummer 13, das ist derjenige, den ihr die ganze Zeit im Ton hört. Im Dialog mit Balljunge Nummer 11. Henning Matriciani jetzt aber wieder da hinten. Am Tunnel. Niklas Castell mit dem Versuch, Ibrahima Sissi, Sidi Sani einzusetzen. Castell. Und wieder eine Parade von Timo Kulak, der hier gekonnt das 15. Gegentor verhindert. Şanlıurfa mit der Flanke.
aber zu lang, keine Chance. Für Ibrahima Cissé, der 1,96 Meter groß ist, an den Ball zu kommen. Da bin ich mal gespannt, wie er sich entwickeln wird. Dicken Dank an alle Helfer ausrichten. Kommt ja von KA Gent aus der Nachwuchsabteilung. An den Getränkestand, ASB oder auch die Freiwillige Feuerwehr Linker. 21 Jahre jung. Hätten wir hier das nicht geschafft. Und meine Damen und Herren, ich denke, das ist mal ein dicker Applaus wert. Sicherlich. Ein Spieler, der die kommende Saison interessant machen könnte. Danke, danke. Und dann noch einmal gebetsmühlenartig der Hinweis. Bitte unterlasst den Platzsturm nach Spielende. Ich hatte es wird nochmal wieder darauf hingewiesen, dass nach dem Spiel bitte die Fans hinterm Stackett bleiben sollen, nicht auf dem Platz laufen sollen. Tom Kraus, will er sich auch noch in die Torschützenliste eintragen? Oh, ist jetzt dort ausgelaufen und ist dann auf dem Platz umgefallen. Hat einen komischen Schritt gemacht. Hoffentlich ist da nichts Schlimmeres passiert. Das wäre natürlich bitter. Das wäre sicherlich an einem Fußballnachmittag, Vorabend, der bislang so nett verlaufen ist, richtiger schlechter. Hallo Steffi Brinkmann. Schlechter, ihr wisst, was ich denke. Hoffen wir, dass da nichts Schlimmes ist. Ich kann ehrlich gesagt auch jetzt gerade nicht viel erkennen, weil die Szenerie gut 100 Meter von mir entfernt ist. Ich gucke ein bisschen drauf, was Patrick Ingelfinger, das ist unser Mannschaftsarzt, der Herr in Weiß-Blond, ob er ein Zeichen Richtung Bank gibt. Ich denke nicht, dass Tom Kraus weiterspielen wird. Da wird man kein Risiko eingehen, falls sich da irgendwas, keine Ahnung, gezerrt, gedehnt oder sonst was getan hätte. Wenn man da jetzt sicherlich nichts mehr verschlimmern, aber so wie er läuft, er humpelt ein wenig. Schauen wir zurück auf den Platz. Castell, mit dem Ball unter die Querlatte, aber der sprang eindeutig nach vorn weg, von daher ganz sicher kein Tor. Tom Kraus fasst sich so ein bisschen ans linke Bein. Drücken wir ihm die Daumen, dass es nichts wirklich Schlimmes ist. Also so für die großen Veranstaltungen? Da ist es nicht richtig. Von Fußball, Gebäudebewachung, Geländebewachung. Clubs auch? Clubs auch? Also Clubs? Clubs tatsächlich nicht. Wir machen wir meistens so Veranstaltungen. Wir machen Posterkonzerte zum Beispiel vor Ort. Verschiedene Konzerte. Warst du schon im Stadion? Oder? Ich bin hauptsächlich nur für Schalke unterwegs. Achso, hauptsächlich für Schalke? So, ihr habt gehört, die Besetzung an unserem Atmo-Mikrofon hat sich verändert. Jetzt sind es zwei Ordner, die sich da neben dem Mikrofon
unterhalten. Und Sidi Sané. Und dann ist es Brian Kreuz, der auf der Linie rettet. Das zweite Mal, dass ein Abwehrspieler zur Stelle ist für Timo Kulak. Ja, ein Kreuz sollte man immer in der Mannschaft haben. Die Nummer 24 von uns, Brian Kreuz. Der Name wird einigen Schalkern bekannt sein. Erster Enkelsohn von der Schalker Meisterlegende Manni Kreuz. So, jetzt hat es der Stadionsprecher auch nochmal gesagt. Ich war aber Erster. Ihr könnt zurückspulen. Ungefähr, sagen wir mal, 40 Minuten. Das war's im ersten Testspiel der Saison 22-23. Schalke 04 gewinnt gegen Hüls mit insgesamt 14-0. 6 Tore Simon Terodde, zweimal Deng Yongli und Elias Kurt und Thomas Orian in der ersten Halbzeit zum Halbzeitstand von 10-0. Dann in der zweiten Halbzeit zweimal Sebastian Holter, einmal Niklas Castell und Florent Mollet mit seinem Debüttreffer für den FC Schalke 04. Es war also ein gelungener erster Test unter der Voraussetzung, dass da kurz vor Schluss Tom Kraus nichts Schlimmeres passiert ist. Die meisten halten sich daran, nicht auf den Platz zu laufen, doch so ein paar gibt es dann doch, die über den Platz hüpfen. Aber mein Gott, sagen wir nichts. Also vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Am Samstag geht es weiter, dann gegen Lohne in Lohne. Wir sagen Dankeschön, auf Wiedersehen und demnächst Highlights und Stimmen dann bei uns auf den Kanälen. Also bis dann, kommt gut in den Abend, genießt ihn und bis bald. Ciao.